Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind weiter auf dem ColecoVision. Das ist Galaxian. Und eine, sagen wir es mal wirklich, coole Version. Und ja, Atari hat für seine Konkurrenten unter dem Label Atari Soft, da kommt man ja auch nicht drauf, dass es Atari sein könnte. Auch Games rausgebracht. Eben auch für ihre Konkurrenz. Und lustigerweise, was heute wahrscheinlich undenkbar ist, manche Versionen sind besser als auf ihrer eigenen Plattform. Was ja total Sinn macht. Deswegen freuen wir uns ja dann auf der PlayStation 4 bald auf Halo 1. Und sonst gibt's irgendeinen, der Galaxian nicht kennt? Ich glaube, das gibt es nicht. Ihr seht, die Version ist gut. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, sie ist die spielbarste von allen, die ich jemals in der Hand hatte. Aber sie ist gut. Sie ist wirklich gut. Dreht der Hi-Retro Game Lord in den Shadow. Natürlich, God of War auf der Xbox war eine geile Version. Und wie schon gesagt, wo ich mich natürlich ganz groß drauf freue, ist Super Smash Bros. Dann für sowohl Xbox als auch PS4 natürlich. Wenn wir nicht fertig sind, schreibt es mal in die Kommentare. Also. Ich glaube, das würden die heute nicht so unbedingt machen. Die anderen haben das tatsächlich gemacht. Also Intellivision hat dann unter dem M-Network für die anderen produziert. Und Coleco hat tatsächlich das auch gemacht. Also so verkauft man natürlich seine eigenen Plattformen, ne? Wenn man seine eigenen Exklusivtitel auch noch irgendwo portiert. Ihr seht, das ist eine richtig gute Version. Es ist nicht die einfachste Version. Aber so richtig scheiß Versionen von Galaxian gibt's glaube ich auch nicht unbedingt. Wir sind ja Level 2. Aber es ist noch kein Galaga, also man kann ja noch nicht irgendwelche Schiffe hier kombinieren. Ja, wenn halt Super Smash Bros. Nicht bei Steam, dann im Epic Store natürlich. Exclusive. Und Zelda Breath of the Wild auf GOG. Also. Deswegen, aber das kann man vielleicht mal als so Special Gag mal irgendwie machen. Als so ein kleines, längeres Video. Dass tatsächlich solche Versionen auch gemacht worden sind. Also. Ja, das war Galaxian. Ich glaube, ich muss euch eigentlich nicht viel dafür zeigen. Das ist ein unglaublich klassischer SMAP. Sehr legendärer SMAP. Und die Version geht hier in Ordnung. Ist jetzt vielleicht nicht die stärkste Version. Aber ist okay. Macht seinen Job. So, kommen wir zum nächsten.